Warum wollte mich Putin hier nicht nach Russland hier in Moskau einreisen lassen? Thorsten Wittmann, ich begrüße Sie heute hier aus Moskau. Wir sind am Roten Platz und Sie sehen neben mir eines der Wahrzeichen von der Weltmetropole Moskau, die Vasilius-Kathedrale. Ja, und ich gebe Ihnen heute eine ganz spannende Geschichte mit einer, interessanten Botschaft an die Hand. Wir sehen uns am Ende des Videos hier ganz tolle Impressionen aus Moskau und Sie erfahren jetzt hier noch viel mehr solcher Tipps und Tricks erhalten. Ja, es war etwas kompliziert hier in Russland einzureisen. Man brauchte ja ein Visum mit mehreren Dokumenten, die ich auch zusammengesucht hatte. Ja, auch den Flug schon gebucht und bin dann zur Visazentrale. Und die haben die Dokumente gesehen, alles gut. Aber als sie dann meinen Reisepass sahen, war das ein bisschen problematisch. Die Dame wollte den partout nicht annehmen. Man muss sagen, der ist schon ziemlich mitgenommen durch die vielen, vielen Reisen. Er ist auch schon fast voll. Der neue war auch schon beantragt, aber eben noch nicht vorhanden. Ja, und die Dame wollte einfach nicht, auch relativ unfreundlich, muss man sagen, diesen Reisepass annehmen. Ja, gut, ich hatte dann kurz darüber nachgedacht, habe dann Folgendes gemacht. Ich habe mir eine Schutzhülle gekauft, dass man den von außen nicht sieht und bin dann direkt zur Botschaft, habe dann dort eingereicht den Antrag. Und die haben den Reisepass erfreulicherweise und glücklicherweise auch nicht ausgepackt, hatten damit auch gar kein Problem. Innen ist ja auch alles wunderbar und sauber und haben das Visum dann ganz schnell durchgewunken. Ja, was möchte ich Ihnen mit dieser kleinen Geschichte an die Hand geben? Ja, es läuft im Leben und da gibt es manche Dinge, die kann man nicht so genau planen. Und da muss man vielleicht manchmal auch ein bisschen mal reflektieren, nachdenken, wie kann man das trotzdem lösen, ein bisschen um die Ecke denken und dann funktioniert es trotzdem auf einmal so, als ob nichts geschehen wäre. Ja, schön, dass Sie sich wieder ein paar Minuten Zeit genommen haben, Ihre finanzielle Freiheit zu leben, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Nächsten Freitag gibt es wieder eine tolle Episode. Ich lasse wieder was Schönes für Sie einfallen von dem tollen Ort. Ja, damit Sie keine Episode verpassen und mehr automatisch Ihre finanzielle Freiheit leben, tragen Sie unterhalb des Videos, klicken auf den Link, tragen Ihre E-Mail-Adresse ein, klicken auf den orangenen Button jetzt eintragen und Sie werden ganz nebenbei immer mehr und mehr Ihre finanzielle Freiheit leben. Und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Verwirklichen Sie Ihre Lebensträume. Leben Sie Ihre finanzielle Freiheit. Herzlichst, Ihr Thorsten Wittmann. Wittmann ist halt jemand, der immer auf den Klienten eingeht oder Seminarteilnehmer.